Mit so, der feudalen Ritthalle vom rierchen Hof darf ich Ihnen demonstrieren, was für außerordentliche Menschen mit dem Alexander klawell und seiner Frau mit der Fanny verkehrt haben. Fangen wir an mit dem Hugo von Hofmannsthal, mit dem Schriftsteller, der der legendäre Jedermann dichtet hat. Auch der Rainer Maria Rilke ist gern zum Alexander und noch lieber. Zur Fanny Glowellko. Sie dürfen noch weiter über top prominente Gäste vom wankerhof Der Hermann Hesse, der Rotkreuz-Präsident Karl Jakob Baugert, der Fürst von Liechtenstein, der bundesrot Stampfli, Ali Basler Regierungsräte von der 30er bis zu der 50er Jahren, Schaller, Brechbehl und konsorte der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss etc. Und so weiter. Sklavels haben hier oben wirklich großzügig Hofkalte mit fantastischen Ritterfest, wo die besten Sportritter und Amazone auftreten sind, mit romantischen Ballettaufführungen, mit traumhaften Parkbeleuchtungen und auch mit einer sagenhaften Küche. Man dürfen aber schon fragen, woher denn der großreichtum von dem her herstammt. Alexander Clavel ist Teilhaber an der Basler siede Färberei Glawell und Lindemeyer. Und dank seiner Bekanntschaft mit dem General Ulrich Wille hat er er den Auftrag, bekommen, 400.000 schweizerische Armeeuniformen im Ersten Weltkrieg Feldgrau zu färben. Das ganz große Geld aber hat er mit der Fabrikation von Flugzeug Lack gemacht. In England hat Alexander Clavel eine Fabrik mit 12.000 Arbeiterbetrieben, wo die ausschliesslich unbrennbare Aeroplanlack für die Alliierten hergestellt haben. Schliesslich ist er noch reicher mit der Produktion von der Celanese-Kunstseide, die man gleich noch als Beau als Engelshut bezeichnet hat. Fanny Glavel selber war bei der Werbung dafür das beste und das eleganteste Modell. Gewesen. Rund um die schöne, super schlanke Fanny natürlich es natürlich auch Eifersüchte Der Hausherr berichtet es selber. Der temperamentvolle Geist unserer Gäste, der italienischen Goku-Reiter, zeigte sich auch beim Frühstück, wo Capitano Borsarelli und Capitano Leguio sich den heißen Kaffee Espresso bombenartig ins Gesicht schleuderten. So, Deli, sicher sind Sie es gespannt auf noch mehr wenkenhof Ganz einfach. Lehnen Sie sich in der Bibliothek das Buch vom Wenkenhof und staunen Sie dann über weitere glawell anekdoten mit vielen Helgen. Und kommen Sie auch Doane zu der schönsten Basler- und Riechener Stiftung, die je eh gegeben haben.